Herr Dr. Überall, bitte. Ja, mein Name ist Michael Überall. Ich bin hier für die Deutsche Schmerzliga, deren Präsident ich vertrete. Die Schmerzliga ist eine Dachorganisation von chronisch schmerzkranken Menschen und kümmert sich dementsprechend auch um das Problem der schmerzmedizinischen Versorgung in Deutschland. Ich kann mich den Ausführungen meines Vorredners, Herrn Professor Natzelt, nur anschließen. Im Gesamtkonzept ist die Verordnungsfähigkeit, wenn wir sie nach den neuen Regularien sehen, für Patienten wie überhaupt für die Versorgung im Bereich der Schmerzmedizin ein absoluter Fortschritt. Viele Patienten werden der zum Teil entwürdigenden Diskussionen mit Therapeuten, Krankenkassen, dem medizinischen Dienst der Krankenkassen entledigt, wenn dieser Verordnung auch eine Erstattungsvollzug und eine Erstattungsfähigkeit in absoluter Form beiliegen würde. Denn mit der reinen Verordnung ist es, das wissen wir alle hier in Deutschland, nicht getan. Es würde hier ein Genehmigungsvorbehalt im Moment noch nach der Gesetzesvorlage im Raum stehen. Und dieser Genehmigungsvorbehalt ist aus meiner und unserer Sicht relativ schwierig zu überschauen, denn auf welcher Grundlage sollte hier der medizinische Dienst in irgendeiner Form eine Evaluation der Therapieverordnung vornehmen können, da wir gerade festgestellt haben, die Evidenzlage ist spärlich, aber im Einzelfall sind beträchtliche Wirkungen nachzuvollziehen. Und ich denke, wir dürfen davon ausgehen, dass wenn qualifizierte Schmerztherapeuten und qualifizierte Therapeuten anderer Provenienzen mit ihren Therapeuten nicht leichtfertig so eine Verordnung ausstellen, dass sie sich sehr intensive Gedanken gemacht haben über die Sinnhaftigkeit. Und ich kann mir im Moment keine Institution vorstellen, die in der Lage wäre, diese Sinnhaftigkeit im Einzelfall auch nur ansatzweise in Frage zu stellen. Vielen Dank. Dankeschön.